Willkommen beim Test des LG G2 Mini. Seit Mai kann man das ungefähr kaufen für einen guten Preis von ca. 300 Euro. Mittlerweile ist der Preis auch noch etwas weiter gesunken, denn das LG G2, den großen Bruder, kann man eigentlich auch für den gleichen Preis schon fast kaufen, um die 300 Euro mit 60 GB. Allerdings haben wir beim G2 Mini eine abnehmbare Rückseite, zudem auch noch eine Option für Dual-SIM und auch Micro-SD-Speicherweitermöglichkeit, wie wir es auch vom G3 kennen, zu dem wir noch kein Mini vorgestellt bekommen haben, es allerdings auch schon seit ein paar Tagen erhältlich ist. Eigentlich steht das G2 Mini dem G2 in nichts nach, was grundsätzlich Funktionen angeht, denn wir haben hier die gleichen schönen Tasten auf der Rückseite, wie man das hier unschwer erkennen kann. Auch eine gute Kamera weiterhin, diesmal 8 Megapixel, einen schönen Blitz, auch eine frontale Kamera mit 1,3 Megapixel und zum Beispiel auch die Möglichkeit, das per Double Tap hier ganz einfach aufzuwecken. Zudem haben wir hier oben auch Infrarot mit dabei, heißt, wir können einfach unsere elektronischen Geräte zu Hause bedienen. Ein Kopfhöreranschluss sowie ein Mikrofonlöchlein mit zwei Lautsprecher unten und ein Micro-USB-Stecker zum Datenübertragen und Laden. 8 GB internen Speicher haben wir, das heißt relativ wenig, aber wie gesagt, per Micro-SD kann man diesen Speicher ja erweitern. Die Rückseite können wir einfach abnehmen und dann sind wir auch schon in 2440 mAh Akku mit einer MicroSD noch drin und drunter befindet sich auch eine SIM-Karte, in dem Fall gerade eine Nano-SIM von Netzclub. Wir können das Ganze einfach wieder zumachen, entsprechend einfach ist es auch die Rückseite auszutauschen und somit eigentlich verschiedene Farben zu gewinnen. Gerade läuft übrigens die WM Deutschland-Brasilien, heißt, ich kann gleich mal mit dem Browser anfangen und mir anschauen, ob ich tatsächlich gerade von drin ein Tor wieder gehört habe. Das könnte schon das 6-0 sein. Dazu einfach wie immer hier Chrome aufmachen, einen neuen Tab zum Beispiel und dann können wir hier eingeben World Cup Go. Und da wir im WLAN gerade drin sind, sehen wir auch tatsächlich 6-0 für Deutschland. Die armen Brasilianer in der 70. Minute kriegen hier einen auf den Deckel. Und wir sehen können, wir können tatsächlich hier ganz einfach tippen oder auch wenn wir wollen swipen, wenn wir hier kurz auf die Einstellungen raufgehen. Ich habe gerne alles auf Englisch. Sehen wir auch hier die verschiedenen Eingabemöglichkeiten. Ich habe jetzt zum Beispiel deutsche, englische und ungarische Tastatur eingestellt. Sogar zweimal eine englische Tastatur, einmal mit Querz und einmal mit QWERTY. Das war ich, glaube ich, noch nicht einmal unbedingt. Aber allein hier, dass man das Display relativ schnell drehen kann, diesmal auch ohne Animation, finde ich sehr angenehm. Vor allem hier die Optionen, die wir haben unter Android 4.4, die wir hier alles einstellen können, sind sehr schön. Natürlich mit dem neuen 4.4, das wir zum Beispiel bei dem G3 schon haben, können wir auch noch die zwei Leisten wegmachen. Aber auch so ist eigentlich auch schon sehr schön. Was ich empfehlen würde, ist auf jeden Fall Q-Slide auszumachen, denn sonst habt ihr hier unten nur für drei Dinge eigentlich Platz. Obwohl Q-Slide natürlich praktisch sein kann, falls ihr alle Apps lieber natürlich komplett auf der ersten Seite haben wollt. So, wie ihr sehen könnt, wir haben hier einiges vorinstalliert von LG. Das meiste sind Google-Applikationen. Wir haben keine Ordner hier in dem Bereich. Heißt, es schaut nach sehr viel aus. Ist aber halb so wild. LG hat natürlich auch einige Programme installiert, wie zum Beispiel Quick Remote. Damit können wir einfach dann entsprechendes Infrarot benutzen. Remote Call Service, weiß ich gar nicht, was es genau sein soll. Hier sind 5 SMS, die ich bekommen habe. Und zudem habe ich noch ein paar Sachen selber installiert, wie Hootsuite, Messenger und die ganzen Sachen hier unten, die ich im alltäglichen Gebrauch auch brauche. Bei dem YouTube-Video können wir auch noch mal kurz die Soundqualität für euch anschauen. Wir haben übrigens einen Snapdragon 400 Prozessor drin. Ein ungarischer Kollege oder mein ungarischer Kollege hat hier gerade sogar ein Video gemacht zu einem Soundsystem und ihr könnt sehen, eigentlich ist das Gerät überhaupt nicht langsam. Geschwindigkeit passt. Mein WLAN ist gerade vielleicht eher langsam. So, und dann können wir ein bisschen vorspulen. Vielleicht kommt ein bisschen Musik drin vor und dann können wir auch mal hier die Lautsprecher ein bisschen ausprobieren, wobei die gerade recht mono klingen, obwohl es nach zwei Lautsprechern ausschaut. Ansonsten, wir haben das LG G2 Mini mit dem G2 gar nicht richtig von vorne gezeigt. Wie ihr sehen könnt, es ist tatsächlich viel kleiner mit einem 4,7 Zoll Display. Allerdings das Display ist, was die Farben und die Qualität angeht, im Vergleich zu dem normalen G2 finde ich viel, viel, viel schlechter.
denn es ist weder Full HD, noch hat es einen guten Betrachtungswinkel von der Seite, verändern sich die Farben schon etwas. Nicht ganz so schlimm, wenn man nur das G2 Mini kennt. Also schaut eigentlich ganz okay aus, aber ich finde, die Farben sind generell etwas blass. So, mein WLAN, wie es gerade ausschaut, mag nicht wirklich. Aber dann machen wir hier mal weiter mit zum Beispiel der Kamera. Oder den Kameras, sind gleich zwei verbaut. Also einmal die hintere Kamera, ich glaube, die ist schmutzig gerade etwas. Machen wir etwas sauber. Geht ja ganz schnell. Bin dabei aus Versehen auf die Lautstärke-Taste gekommen. Heißt, wir haben gerade ein Foto geschossen. Kann man natürlich aber auch einstellen, dass es nicht so einfach möglich sein soll. Und hier sehen wir auch schon die wirklich gute Kameraqualität. So, auch die Kamera können wir natürlich einfach umdrehen und hier sehen wir auch schon die vordere 1,3 Megapixel Kamera hier bei relativ schlechtem Licht, denn von hinter mir kommt natürlich oder über mir kommt gerade das Licht, sehen wir, dass wir auch noch so gute Fotos machen könnten, aber dazu habe ich natürlich auch ein Video schon im YouTube-Channel, wo ich ein bisschen die Qualität noch zeige. Das können wir auch ganz einfach mal kurz nachschauen. Hier, wenn ich auf Kamera, glaube ich, gehe. Hier habe ich zwei Sample Shots, sogar Lowlight. Die kann ich entsprechend zeigen in einem Club. Ich mache mal die Lautstärke ein bisschen leiser. Dass die Kameraqualität wirklich hervorragend ist von dem G2 Mini bei Lowlight. Also wirklich sehr schwierigen Lichtbedingungen sind hier gute Videos entstanden sozusagen. Auch sogar scharf. Und ohne weiteres kann man hier Gesichter auch erkennen. Ich weiß gar nicht, ob man kann sogar reinzoomen hier in dem MX Player. Etwas. Genau. Kamerafunktionen gibt es nicht allzu viele Extras, die hier LG verbaut hat. Wenn wir nochmal hier zurückgehen, gibt es hier ein paar Modi wie Normal Shot und Beauty Shot für die Frontkamera, für die hintere. Da natürlich HDR und weiteres, die man hier ein bisschen einstellen kann, aber nicht allzu viel eigentlich im Vergleich zu den neueren oder Top-Modellen. Aber wir zahlen ja natürlich auch viel weniger. Wenn wir jetzt nochmal zu den Apps zurückgehen, sehen wir, dass wir eigentlich noch sowas wie Flashlight benutzen können oder hier in der Galerie noch ein paar Fotos anschauen können, die ich hier gemacht habe in der Kamera. Müssten vielleicht sogar einige sein. Einige sogar, wie ihr sehen könnt, aus Versehen in der Hosentasche, denn dadurch, dass auf der Rückseite tatsächlich die Kamera ausgelöst werden kann, durch Anmachen, aus Versehen sliden, entweder mit dem Hintern und dann dem Schalter drücken, sind hier sehr viele überflüssige Fotos entstanden. Aber die, die gewollt entstanden sind, schauen gut aus. Da kriege ich auch gleich wieder richtig Hunger, wie ihr sehen könnt. Oh, so eine schöne Entenbrust. Hier habe ich es aber zu Hause gemacht. Hunger, Hunger. Hier die Drinks. Und ein bisschen in der U-Bahn Prosecco fotografiert. Genau. Sonst im größten Vergleich mit dem Apple iPhone 5S, 5S zum Beispiel, wie ihr sehen könnt, eigentlich das G2 Mini auch nicht viel größer. Ein paar Millimeter in der Höhe. Und in der Dicke oder in der Breite auch noch vielleicht ein bisschen mehr natürlich als das iPhone. Ist natürlich auch etwas größer mit 4,7 Stolz, hat nur 4 Zoll. Aber ihr sehen könnt in der Dicke fast identisch. Und dafür wirklich eine tolle Akkulaufzeit. Mir hat die auf jeden Fall hier gefallen bei dem G2 Mini. Spielen wir noch eine Runde. Und dann würde ich das Video auch schon beenden, denn ich bin durch und durch zufrieden mit dem G2 Mini. Der Preis könnte noch etwas billiger sein oder das Display meine HD-Auflösung bekommen haben, denn 960x540 ist doch relativ wenig. Denn das Display mit 4,7 Zoll ist schon relativ groß und Geräte wie das Motorola Moto G sind ja auch billiger und haben es auch geschafft, eine höher auflösende das Display einzubauen. Und wir sehen können von der Größe her eigentlich auch hier ziemlich identisch. Nur ein anderer Preis, aber die Grafik natürlich wunderbar, dank Snapdragon 400, wie auch im Motorola Moto G. Und Speicherweiterbarkeit immer positiv und eigentlich kann man über hier nichts meckern. Entschuldigung dafür. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt, auf jeden Fall schon mal. Das war das Motorola Moto G2 Mini, Motorola sage ich schon, LG G2 Mini im Test, überall mal G's. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Es kriegt auf jeden Fall meine Kaufempfehlung, aber erst wenn es in die 220 und drunter Euro Sparte rutscht.